Die Kinderonkologie hat vor 2 Jahren in Vorarlberg für viele Diskussionen gesorgt. Da muss man die Spitalslandschaft kennen und wissen, dass das in Dornbirn ein Thema war im dortigen Stadtspital. Viele, die eben da mit Innsbruck hin und her sich geschoben fühlten, pendeln mussten. Wie würden Sie die Situation für krebskranke Kinder heute in Vorarlberg beurteilen? Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo Sie den Finger in die Wunde legen. Kinder mit einer Krebserkrankung sind etwas ganz Besonderes, glaube ich, zu sagen. Und hier gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Innsbruck. Das sind die Spezialisten für die Krebserkrankung, ist das übergeordnete Zentrum für Vorarlberg dafür. Und ich glaube, Dornbirn ist die Zweigstelle von Innsbruck, um hier auch die medikamentöse oder die Behandlung unabhängig von der medikamentösen Therapie mit zu begleiten. Es gibt ein Kooperationsabkommen für gewisse Erkrankungen mit St. Gallen. Ich glaube, hier ist im Moment enorm viel im Fluss und ich glaube, es ist wichtig, dass viel im Fluss ist. Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen. Ich selbst bin Erwachsenenonkologe, ich bin nicht Kinderarzt, ich bin nicht Kinderonkologe und damit auch nicht ausreichend berufen, um mich hier in das Thema weiter oder tiefer einzubringen.